Throw on your boys and grab your boy. Short board, long board, fish board, boat. Das ist unsere, eure aller Party, die Tatzlerinnen und Tatzler, die hier einziehen. Gnarly waves run their course. Wie findet ihr denn das Haus? Ganz cool. Warum? Weil es neuer. Also ja, das alte ist richtig alt und so. Ja, und es zerfällt schon bald. Ja, und es ist sehr schön. Das, also der Boden ist sehr schön. Das ist ein tolles Haus, ein sehr offenes Haus. Man sagt ja bei solchen Gebäuden gerne, dass sie demokratisch sind, aber ich finde, das stimmt hier richtig und das passt auch zur Taz. Das Haus gefällt mir gut. Es ist alles noch ein bisschen kalt und leer. Modern, für meine Begriffe sehr kühl, viel Beton, viel Stahl. Erinnert zum Teil an eine Garage. Aber ich kenne ja die Tatzler, wenn wir erstmal hier sind, dann gibt es vielleicht Hunde und Plakate und Aufkleber. Man lässt mal was liegen oder fallen und wir werden das hier beleben und dann wird es wieder ganz gemütlich. Es hatten viele Leute auch Angst, wie wird mein Arbeitsplatz nachher aussehen, und ich habe wirklich ganz viele Leute hier durchgeführt und am Schluss haben viele Augen auch geleuchtet. Was glaubst du, macht dieser Umzug jetzt mit der Taz? Na, der wird die Taz verändern, wie auch der Umzug aus dem Wedding hier in die Rudi-Dutschke-Straße die Taz natürlich auch verändert hat. Die Frage ist, wohin geht die Reise? Vielleicht wird sich vieles ändern hier in dem Haus. Die Leute werden vielleicht untereinander mehr freundlicher sein. Also die Taz hat ja überall die Jahrzehnte bewiesen, dass sie im hohen Maße veränderungsfähig ist. Und in manchen Teilen ja immer schon innovativ waren, wo andere hinterhergehangen sind. Deswegen mache ich mir um die Veränderungsfähigkeit der Taz keine Sorgen. Und was sagt ihr so zur Party? Wie findet ihr die? Gut. Ja, ganz cool. Naja, ich mag halt Partys. Ich auch. Super, danke euch. Viel Spaß noch.